Ja, ich hab vorhin erzählt, ich habe mir ein Video angeschaut von der Wissensmanufaktur von Andreas Bob und Franz Hörmann. Die sind da interviewt worden wie heißt das? Ich hab's vergessen, ist egal. Aber eine schöne Sache war, der Andreas Bob hat erzählt, also eben auch, dass es eigentlich schon viele Beispiele gibt, dass immer mehr Leute draufkommen und was eigentlich läuft, beziehungsweise einfach auch nicht mehr glauben, was in den Medien erzählt wird. Und dann hat er eine Geschichte erzählt, dass er über die Grenze gefahren ist und der Zöllner schaut seinen Pass an, schaut ihn an, schaut den Pass an und ihm ist schon ganz schummrig geworden und gedacht, was kommt jetzt? Und dann sagt er, sind Sie der Andreas Bob? Und dann sagt er ja. Und der vorgehaltene Hand sagt er, wir haben alle Ihre Videos gesehen, aber wir dürfen nicht reden drüber. Das habe ich total schön gefunden. Also einfach als ein Beispiel, dass vielleicht noch mehr Leute wissen, was gespielt wird, als sich darüber reden trauen. Also ich glaube, es gibt wirklich ganz viele, die sich einfach nicht trauen, darüber zu reden. Und ja, ich finde es einfach schön, wenn es schon mehr ist.